Ich war damals nur ein Lieutenant. Hab die Drecksarbeit gemacht. Tschernobyl. Weihnachten für die Bösen. Selbst 10 Jahre danach kommen sie hier noch an atomares Material, und zwar viel. Inklusive einem gewissen Imran Sakajew. Natürlich konnten wir das nicht zulassen. Geld für verbrauchte Brennstäbe? Klingt nach einem Vernichtungsrezept. Das war das erste Mal, dass unsere Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg einen Exekutionsauftrag erteilte. Ich stand unter dem Kommando von Captain Macmillan. Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Call of Duty 4 Modern Warfare in der Remastered-Fassung. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut, und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Strahlung. Wir müssen außen herum. Mir nach, bloß nicht auffallen. Vorsicht, ach. Hier ist alles radioaktiv verseucht. Wenn du zu viel aufnimmst, bist du tot. Ja, da ist was dran. Bereithalten. Und wie nah ist diese Bedrohung denn aktuell wieder mal in diesen Jahren? Kontakt. Feindliche Patrouille direkt vor uns. Unten bleiben und nur langsam bewegen. In unseren Tarnanzügen kann man uns nicht sehen. Einen ausschalten, wenn der andere nicht hinzieht. Захаев платит нам хорошие деньги, чтобы патрулировать эту территорию. Ist erledigt. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf schön, Prinzessin. Das war früher immer eine meiner Lieblingsmissionen. Moment. Auf der anderen Seite haben wir mehr Deckung. Na dann, andere Seite. 4 Ziele sind drin. Denk nicht mal dran. Okay. Dann denke ich nicht mehr dran. Ziel am Wagen. Leise ausschalten oder ziehen lassen. Dein. Okay. Los. Das war doch leise. Aufrücken. Ja, ich rücke. Alles klar, dann hoch da. Hast du freie Sicht auf die Wache? Auf welche? Die im Turm oder die Patrouillierende? Mir schon sagen was. Er ist im Turm. Ja, Turm. Ja, komm. Wunderschön. Ja, danke, sowas kann ich. Bitte. Schickes Auto. Was gehört? Ich habe nichts gehört. Feindlicher Helikopter. Runter. Er dreht wieder um. Keine Bewegung. Bewege mich nicht. Ich schatte und bewege nicht. Ach, da hinten. Freies Feld, nicht schön. Und ein gepanzertes Fahrzeug.
Kumpel. Es sind so viele. Lass sie gehen. Bleib unauffällig und nicht feuern. Als würden die uns nicht sehen. Versuch, ihre Wege vorauszusehen. Wenn du manövrieren musst, mach es langsam und vorsichtig. Keine schnellen Bewegungen. Aus, ich bleib einfach bei dir. Du wirst schon den passenden Weg haben, oder? Oh. Oh. So nah. Alles klar. Ja, ich bin ganz ruhig und sachte. Mir nach. Alles klar. Ja, so sind sie. Es wird nicht leicht, sie auszuschalten, ohne die anderen zu alarmieren. Andererseits schleicht sich niemand an ihnen vorbei. Du bist dran. Verdammt, unsere Deckung ist hin! Scheiße. Was denn? Ich sollte die ausschalten. Captain, würden Sie auch mal? Und noch mehr? Schreihals. Das Wort heimlich hat keine besondere Bedeutung für dich, oder? Doch. Bewegung. Ah, leck mich doch. Ich hacke mich wieder über diese... Jetzt hätte der da nicht rübergekonnt. Was hört anders? Gedacht, ich sollte die beiden da ausschalten. Aber das habe ich gedacht. Sollte das mal lassen. Echt jetzt? Wir wurden entdeckt. Mach sie fertig. Oh, fick dich. Sage mal, ich habe doch... Oh, leck mich doch am Ärmel. Jetzt auch egal. Ups, warum? Weißt du, da krieche ich die schon halb in den Arsch und trotzdem wird man entdeckt. Doch verkackeiern ja. Ich will schon sagen, was du willst. Der kriegt den doch voll im Weg. Bleib jetzt mal hier.
Ja, geh schön weiter. Sollte er links an mir vorbei sein. Weiter krauchen kann. Captain, wo sind Sie? Cap? Ach, da hinten. Oh. Ich rücke ja. Oh. Ich lege. Leg mich. Ja, alles klar. Ich mach schon den Schattenpacker. Alles klar, Chef. Hey, Susi! Wer hat das gemacht? Gehen wir. Ja, der Klassiker, das funktioniert eigentlich nie. Oh, warte mal. Wechsel mal, so. Auch Schall gedämpft. Wann haben die P90er? Я куплю мотоцикл и буду ездить по этому району. Сейчас с нами покрасили. Эта страна катится вниз к развалу. Все возможно. Psst. Ja. Eine Patrouille kommt hierher. Zurückbleiben. Captain? Aufrücken. Ist klar. Da lang. Los jetzt. Ja, wo ist denn da lang? Oh. Wo? Ach, da. Los geht's. Okay. Okay, zum Glück. Okay, in Realität würde das funktionieren. Denn durch den Heli ist echt viel Krach. Da kriegen die das nicht unbedingt mit, aber die Tarnung, die hebt sich von der Straße doch ganz gut ab, aber es schaut ja keiner wirklich mal unter so ein Auto. Bin so unauffällig wie ein Tannenbaum in dunkler Nacht. Geduld, jetzt nichts überstürzen. Ja, ich gedulde. Bereithalten. Ja, ich halte mich bereit. Ja, mach ich doch. Los. Ich losse ja schon. Nein, aber wir machen es trotzdem.
Dran bleiben. Ja, ich bin auch dran. Niemand hat uns gesehen. Bewegung. Hier lang. Sicher? Ja, dann geh vor. Keine Bewegung. Scharfschütze. Notausgang im dritten Stock. Da vorne. Ungesehen. Ausschalten. Sonst verrät er unsere Position. Wunderschön. Mhm. Sowas kann ich. Los. Ja, die gute alte Platte. Na, ich kann's wieder nicht so gut. Bereich gesichert. Alles klar, Chefchen. Immer wachsam bleiben. Wir sind noch nicht durch. Noch nicht, aber bald. Ja, ist doch ganz schön hier. Ein bisschen mehr Farbe. Ja. Mal den Gärtner durchhaken lassen. Ja. Vergiss es, das ist nur ein wilder Köter. Ja, aber auch wilde Köter können uns verraten. Der sieht nicht allzu freundlich aus. Ja, was denn jetzt? Abstand halten. Wir müssen nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Alles klar, dann halte ich Abstand. Er frisst gerade von Menschen. Okay, alles klar, kann man... Hey, bleib cool, Junge. Bleib cool. Ja, ja, ist okay. Ich will deine Knochen nicht. Los. Vorderer Bereich, sicher. Aufrücken. Menschen haben in dieser Stadt gelebt. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Tja. Bewegung. Wegen dem Größenwahn eines Einzelnen ist das alles passiert. Dieser komische Chef, der da irgendwie unbedingt so super tolle Ergebnisse haben wollte und das bis an die Grenzen alles geschickt hat, bei diesem Überlastungstest oder wie das war. Und weil keiner den richtigen Arsch in der Hose hatte, so einen hochrangigen Typen zu sagen, dass das kompletter Bullshit ist, was er macht. Ich weiß nicht, wie der hieß. Und als die sich dann ein Herz gefasst haben, um gegen ihn quasi vorzugehen, die Ingenieure, war es dann schon wieder zu spät gewesen. Da ist das Hotel. Wir sollten die Übergabe von dem oberen Stockwerk daraus beobachten können. Gehen wir. Ach, das allseits bekannte Riesenrad. Ich glaube von Pripyat. So Scharfschütze wären niemals gewesen. Feindlicher Transport beim Vorstoß ins Zielgebiet gesichtet. Hat er jetzt gesagt Captain Price? Also entweder ausgleichen oder ein bisschen warten. Aber vielleicht geht er, bevor es besser wird. Deine Entscheidung. Denk daran, was ich gelehrt habe. Vergesst nicht, dass die Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit die Kugel beeinflussen. Auf diese Entfernung müsst ihr auch die Corioliskraft mit einberechnen. Okay. Von links. Ich glaube, ich sehe ihn. Auf mein Zeichen warten. Okay, ich warte. Erfasst. Positive Identifizierung von Imran Zakayev. Ruhig. Und die Fahne im Auge behalten. Windgeschwindigkeit und Richtung sind entscheidend.
Also der Wind kann sich auch nicht entscheiden. Ach, wo ist der denn hergekommen? Geduld, Kumpel. Auf freies Schussfeld warten. Wind von links. Von rechts. Links. Kommt der Wind von vorne? Feuer! Das Ziel steht noch. Weiterschießen! Immer! Mich doch verarschen! Willst du mich verarschen? Das ist mir ja noch nie passiert. Der Wind ist etwas stärker. Also entweder ausgleichen oder ein bisschen warten. Aber vielleicht geht er, bevor es besser wird. Deine Entscheidung. Denk daran, was ich gelehrt habe. Vergesst nicht, dass die Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit die Kugel beeinflussen. Auf diese Entfernung müsst ihr auch die Corioliskraft mit einberechnen. Das ist mir ja noch nie passiert. Aber willst du mich verkackeiern? Okay. Ich glaube, ich sehe ihn. Auf mein Zeichen warten. Ich habe hier ein Barett. Ziel erfasst. Positive Identifizierung von Imran Zakayev. Ruhig. Und die Fahne im Auge behalten. Windgeschwindigkeit und Richtung sind entscheidend. Ach, wo ist der denn hergekommen? Geduld, Kumpel. Auf freies Schussfeld warten. Ziel am Boden. Erwischt. Was da rumflog, war wohl sein Arm. Gute Arbeit, Lieutenant. Wir haben ihn. Scheiße, sie sind hinter uns her. Schalte diesen Helikopter aus. Das verschafft uns etwas Zeit. Guter Schuss, Lieutenant. Gehen wir. Sie werden nach uns suchen. Na, siehst du, geht doch. Zeit aufzubrechen. Lass gleich ein Bärchen. Weg hier. Wir müssen die Abkürzung nehmen. Mehr. Alles klar. Ja, zum Glück sind wir vorbereitet. Wo bist du, Captain? Da bist du. Ich nache dir. Hier Alpha 6. Wir wurden entdeckt. Wiederhole. Wir wurden entdeckt. Sind jetzt unterwegs zum Evakuierungspunkt 4. Esszeit, 19 Minuten. Alles klar, läuft. Ups. Ziel neutralisiert. Ja, ich wusste doch, warum ich eine andere Knifte mir noch besorgt habe. So, sagt mir mal einer, wo lang? Hier lang irgendwie. Tür ist zu, so eine Scheiße. Was macht denn sowas? Mach mal Tür auf. Oh, fuck. Das wird nix. Ach, komm. Wow. Apartment ist doch hier, oder? Jetzt reicht's aber. Oh Mann, jetzt tut's mir leid, dass ich auf den geschossen habe. Aber hey, der hat Menschenreste gefressen. Schnell eine Claymore an der Tür da vorne platzieren. Was denn? An welcher? An der hier? Wo habe ich den Claymore? Acht? Acht! Ach, sechs ist Claymore. Ja. Noch eine Tür? Ja.
Oh, oh. Anflug! Runter mit ihm! Oh. Kreis! Auf den Heli schießen! Wir erledigen ihn gemeinsam! Okay, scheint funktioniert Gute zu haben. Nacht, Bastard! Oh, Scheiße! Weg! Oh. Cap, alles gut? Verdammt, kann mich nicht rühren. Das kriegen wir hin. Du wirst mich tragen müssen. Was ich nicht alles muss. Du musst mir eine gute Stelle geben, von der aus ich Deckung geben kann. Ruhig bleiben. Der Evakuierungspunkt ist im Südwesten. Wir können es immer noch schaffen, wenn wir uns beeilen. Feind kommt näher. Bring mich in eine gute Position, von der aus ich Deckung geben kann. Wow, 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 wow. Ziele bewegen sich nach Osten. Wo ist er denn? Ich sehe den nicht. Da. So. Nein, nein. So. Granate, bist du blöd? Na ja, komm. Wo ist der denn? Egal. Hallo, Chefchen. Boss. Sag mal, willst du mich verarschen? Da hinten? Hast du gedacht, wa? Hast du gedacht? Zeit zu gehen. Heb mich hoch. Ja, wo bist du denn? Ich hab dich hier abgesetzt. Wo riechst du denn auch hin? Alter. Ah. Und beim nächsten Mal gibt's nur die halbe Ration. Du bist mir zu schwer. Ich komme nicht schnell genug voran. Wieder ein scheiß Heli. Boah. Ihr Granaten Schlussverkauf oder was? Was ist der denn? Also. Oh, noch einer. Ziel erledigt. Wo? Granate und weg damit. Jo, so langsam kann ich's. Wo ist der? Sicher. Wir sollten weiter. Okay, alles klar. Wenn du sagst, das ist sicher, dann ist es sicher, wa? Ah, da höre ich doch ein Geballer, oder? Mann, 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 Mann. Zu dem Apartment. Wir werden sie dort abschütteln. Was heißt denn wir? Ich trag dich hier, Kumpel. Wir werden sie abschütteln. Ich muss deinen Arsch hier rumhieven. Kann mir mal einer sagen, wo lang? Oh, ich setze dich sowas von auf Diät, Kumpel. Da ist ein gestandener Kerl, der kann auch mal was wiegen. Ne? Wow! Alter, ich will hier absetzen. Ich will absetzen. Oh, leck mich doch am Ärmel. Ah. Geh weg. Ah, du scheiß Vieh. Siehst du, es tut mir schon gar nicht mehr leid, dass ich den umgenietet habe. Nein, nein. Oh, das ist... Ich hab doch hier V. Noch mehr V geht gar nicht mehr. Hätte ich noch mehr V gemacht, wäre es VW. So, jetzt mal runter mit dir. So, jetzt reicht's. Wo ist die Töle? Töle? Ah. Blödes Vieh. Ich hasse Hunde. Ich liebe Hunde. Nein, 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 nein. So nicht, Kumpel. So nicht. Noch wer? Moment. Zunächst müssen wir die Räume überprüfen. Oh, ist klar, Mann. Und runter mit dir. Dann prüfe ich mal die Räume. Hab ich doch. Sieht doch clear aus. Nicht, was du hast. Und mehr Räume gibt es ja eigentlich kaum. Passt doch.
doch gar nicht, was du hast hier. Immer was zu nörgeln, Kumpel. Immer was zu nörgeln. So, und... Boah, schon wieder über 100 Meter. Ey, krieg's doch die Tür nicht zu. Der Evakuierungspunkt ist auf der anderen Seite dieses Gebäudes. Alles klar, Boss. Sollte machbar sein. Mir durch Umkleide. Okay, noch mehr von diesen Hunden. Wenn ihr da bleibt, ist alles gut. Scheiße. Das wirkte ganz gut. So, hoch mit dir. Ab in den Park. Genau. Also, als erstes würde ich vorschlagen, Berg und Tal, dann die wilden Tassen und zum Schluss das Riesenrad. Okay, so machen wir es, Chef. Warten auf das Signal, over. Unser Hubschrauber wartet in sicherer Entfernung. Setz mich hinter dem Riesenrad ab, wo ich als Scharfschütze feuern kann. Ja, ja, ist okay. Ein bisschen weiter im Norden. Weiß ich, wo denn hier gerade Norden ist? Auf dem Kompass finden wir die beste Position. Was denn für ein Kompass? Ich hab keinen Kompass. Ach, da. Das ist prima. Okay. Alles klar, Chefchen. Hier meine restlichen Klemos. Es ist an der Zeit, sie zu verwenden. Okay. Der Feind muss durch dieses Gebiet. Such dir also eine gute Scharfschützenposition. Ich gebe dem Helikopter in 30 Sekunden das Signal. Von wo könnte noch einer kommen? Neben Sofa rechnet keine Sau mit. Ja. 30 Sekunden sagst du, ne? So. Eine da. Und wenn hier jemand Schutz sucht, kriegt er auch eine Überraschung. Such dir eine gute Stelle für dein Scharfschützengewehr und leg dich hin. Alles klar. Es ist so gut wie jeder andere. Alles klar, Kumpel. Ich habe das Signal aktiviert. Viel Glück. Ach, das hat mit Glück nichts zu tun. Alpha 6, wir haben Ihre Position. Halten Sie durch. Big Bird, Ende. Okay, 8 Kilometer Entfernung. Wenn wir gleich sehen, ob wir strategisch... Zum Angriff. Feuer frei. Alles klar, Chef. Ja. Ziel neutralisiert. Gut. Ach, jetzt kommen die Hunde auch noch. Ah, schön. Solange die mir nicht zu nahe kommen, sollen mir die Hunde recht sein. Ich auch. Mist, ich höre was von rechts. Hab noch einen. Ballern die einfach von Riesenrad, die spinnen ja wohl. Granate? Mal gucken. Oh, scheiße, der kann das auch. Verleck mich doch. Ist auch noch. Ey, ich bin noch super getarnt. Wie trefft ihr mich? Fuck. Wozu nix? Das vergessen, ey.
Ziel neutralisiert. Hab noch einen. Big Bird, wir sind Ihnen deutlich unterlegen. Wo bleibt ihr? Fuck. Noch 4 Kilometer, ey. Du willst mich doch verkackeiern. Sag mal, wie... Fickt ihr mit angezogener Handbremse oder was? Oh. Hab ihn. Da war doch was. Ja, lustig. Ja, wer versteckt sich auch hinter einer Bank, ey? Wow. Hör doch auf, du. Hör doch auf. Hast du gedacht? So nicht, Kumpel. So nicht. Ich mach's euch zwar nicht schwer, aber einfach mach ich's euch anscheinend auch nicht. Ziel neutralisiert. Was spinnt ja hier? Ja. Ah, na? Bleib tot. Oh. Hab noch einen. Gut. Warum ist deine Knifte eigentlich so laut? Hast du keinen Schalter? Wow. Kein Schalter. Warum sagt mir keiner das? Wow, Alter! Fick doch die... Mann! Ich krieg... Oh! Ach ja, jetzt bin ich wieder hier. Na schön. Scheint tot zu sein. Und dann gucken wir mal, was wir hier treffen. Hab ihn. Ja. Big Bird, wir sind Ihnen deutlich unterlegen. Schon wieder einer. Oh, ihr spinnt doch. Hört auf mit euren Granaten, ihr Idioten. Kann ins Ohre gehen. Kotzen. Ich will nicht mehr. Ziel erledigt. Wow. Alter. So blöd. Hab einen. Bist du da einfach durch, ey. Wow, nicht schon wieder, ey. Ziel neutralisiert. Arschloch. Nein. Rennen. Oh ja, ein Gebüsch, wo ich nicht rein kann. Ja. Mir kommt ihr hier mit irgendeiner Scheiße hier vom Wegen. Versteck dich, leg dich hin. Ja, klar. Nervt lang. Oh. Ich will nicht mehr. Mach deine Scheiße alleine. Ich geh nach Hause. Ich bin weg hier. Meine Fresse, ey. Kann's doch keiner erzählen, ey. Wollt mich doch verarschen hier alle. Allesamt. Ja, natürlich macht das nichts. Kannst ja mal versuchen.
Boah, wäre schön, wenn du mal zwischendurch auch mal einen anderen Speicherstand hinkriegen würdest hier. Zweimal dein Schuss. Er ist erledigt. Auf mit Granaten zu werfen. Mag ich ja wohl gar nicht. Ziel neutralisiert. Na, hörst du auf? Ob der mich auf die Entfernung trifft, du? Ziel erledigt. Ich glaube, die Position hier könnte etwas besser sein als die andere. Als ob ihr so viele Soldaten da habt. Ist doch kein Bullshit. Yo, Big Bird, wo bleibst du? Hab noch einen. 2,3 Kilometer, okay, alles klar. Was für ein Leichenberg da hinten, ey, ich. Na, ist nicht. Hab einen. Oh. Hab ihn. Big Bird. Kumpel. Ja, komm hier. Wo ist er denn? Da ist er. Wie wär's mal mit ein bisschen hier? Ja, da ist einer. Jungs, hallo, Kumpels. Ja, komm. Mach mal Platz. Ich muss hier rein. Oh. Oh, rein mit euch. Komm weg hier. Komm, mach hinne. Granate als Dankeschön. Hihi. Komm, die kannst du auch noch haben. Oh, wo ist denn die hingeflogen? Tja. Endlich. Oh Mann. Oh. Ah, ich habe ganz vergessen, wie nervig das am Schluss war. Hey. Alles klar, Freunde. Und damit beende ich die Folge, die ist auch lang genug. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao. Jeder Ultranationalismus-Psycho in Sakajews Tasche wird hier auftauchen, um Al-Assad zu holen. Oder das, was von ihm übrig ist. Genau, wir platzieren Sprengsätze entlang der Alpha-Linie am südlichen Hügel. Und weiter entlang der Bravo-Linie. Wir stoppen sie auf dem Weg nach oben und halten die Stellung am Evakuierungspunkt in den Feldern rund um die Farm. Fragen? Legen wir los.